Der Europäische Gerichtshof haftet für Autobauer, wenn sie ein unzulässiges Abschaltgerät installiert haben. Das Urteil wurde gespannt auf zahlreiche Autokäufer in Europa. Weitere Panorama-Nachrichten: Der Europäische Gerichtshof reduziert die Hürden für Schäden an Dieselkäufern in unzulässiger Auspufftechnologie. Die Automobilhersteller könnten auch haftbar sein, wenn sie ohne Absicht fahrlässig gehandelt hätten. Ohne Betrug zu betrügen. Das Urteilsverurteilung hinterlässt einige Fragen unbeantwortet. Es ist offen. Zum Beispiel, auf wie viel Geld der Käufer von Autos ausgewirkt hat. Der Hintergrund des Verfahrens war eine Klage aus Deutschland gegen Mercedes-Benz aufgrund eines sogenannten thermischen Fensters. Thermische Fenster sind Teil der Motorregelung, die die Abgasreinigung bei Kühlertemperaturen verringert. AFP-Autohersteller argumentieren, dass dies zum Schutz des Motors notwendig ist. Umweltorganisationen hingegen sehen sich ein Instrument an, das dazu beiträgt, die Emissionen von Autos unter den Testbedingungen kleiner erscheinen als im realen Straßenverkehr. Der EuG betrachtet diese Thermalfenster, die in sehr engen Grenzen zulässig sind. Thermische Fenster wurden auch standardmäßig von anderen Herstellern verwendet.